Hotdogs und Gemüse, das lieben die Kinder. Hannah Hawkins und ihre Mitarbeiterin kochen für die, deren Eltern sich das nicht leisten können. 30 Jahre schon, aber seit der Rezession sei es beängstigend geworden. Jedes dritte Kind in Washington hat nicht genug zu essen. Ein hungriges Kind ist gefährlich, ob sie anfangen zu stehlen oder sonst etwas anstellen. Und das hat nichts mit der Hautfarbe zu tun. Das sollte es einfach nicht geben in diesen Vereinigten Staaten. Im reichsten Land der Welt gehen 17 Millionen Kinder mit knurrendem Magen ins Bett. Marcel kommt immer nach der Schule zu Miss Hawkins. Herumtoben, Hausaufgaben machen und essen. Bei 4 Geschwistern wird's daheim oft eng. Meine Mutter muss doch die Rechnungen bezahlen. Dann reicht das Geld nicht für unser Essen. Manchmal werde ich richtig wütend und traurig, weil ich echt Hunger kriege. Kommt rein, Abendessen. Marcel hat Glück, er darf mit der ersten Gruppe essen. Der Tisch ist zu klein geworden für alle. Keiner soll zu kurz kommen, dafür greift Miss Hawkins persönlich zur Ketchupflasche. Für viele hier ist es die wichtigste Mahlzeit am Tag, daheim wartet nur der leere Kühlschrank. Arm in Amerika, es sei höchste Zeit, dass die Leute auf die Straße gehen. Wir werden einen Bürgerkrieg erleben in diesem Land, wenn sich nichts ändert. Ich wusste, dass das passiert, als sie anfingen, die Jobs ins Ausland zu verlagern. Man muss kein Wissenschaftler sein, um das zu kapieren. Die Kinder trifft es am härtesten. Wie sollen sie gute Noten schreiben mit leerem Magen? Die Spenden werden knapp, die öffentlichen Zuschüsse sowieso. Doch wenn's eng wird, investiert Hannah Hawkins sogar ihre kleine Rente für die Zukunft ihrer Kinder.